Guten Tag, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen mal wieder zu einem etwas aktuelleren Video von mir. Auch in 60 FPS, wenn alles jetzt geklappt hat, seht ihr das ja dann. Und, ja, warum mache ich dieses Video? Ich wollte erstmal sagen, dass wir wieder momentan in einem Clankrieg sind gegen den Clan Lenina-Bad. Ja, okay, auf jeden Fall wollte ich erstmal mit euch einen Clankriegsangriff machen, aber erstmal einen Live-Angriff. Gucken, was der Berserker so leistet aus unserem Clan. Und ich blende mal in dieser Folge jetzt es ein und ich werde es als Thumbnail machen, was wir denn so geschafft haben. Wir haben nämlich, also ich kann es ja auch mal sagen, geschafft, Clan Level 2 zu sein. Finde ich stark. Und ja. Wenn übrigens die Mikrofonqualität etwas schlecht sein sollte, dann liegt das daran, dass mein Mikrofon gerade erstmal hingefallen ist. Und dass da irgendwas vor dem Reinsprecher. Also ich spreche ja ins Mikrofon rein. Und vor dem Mikrofon ist irgendwie so eine weiße Schicht und ich kriege die nicht ab. Und ich weiß nicht, was das ist, ob da mal irgendwas draufgelaufen ist oder so. Aber ja gut. Ich habe das gerade mal leider gemacht. Also hat mir das nicht so extrem gehört, den Sound. Auf jeden Fall, wenn der Sound heute etwas anders sein sollte, dann ist das nur für diese Folge. Aber na gut, ich bedanke mich erstmal für die Abonnenten, die wir erreicht haben durch den Livestream. Es wird auch jetzt jeden Freitag und wenn das dann möglich ist, jeden Samstag gestreamt. Samstag will ich jetzt mich nicht noch festlegen, aber Freitag ist jetzt immer so eine feste Sache. Und ja, auf jeden Fall, momentan geht das mit dem Clankrieg ganz gut. Wir haben zwar auch viele Leute verloren, aber daran sieht man halt, wer Community ist und wer halt gegangen ist, weil die meisten, was ich unlogisch finde, sagen, wir sind inaktiv. Ich will jetzt hier auch gar keinen Namen nennen, die sagen, wir sind inaktiv. Also, weil wir Clash of Clans Let's Playen, heißt das ja jetzt nicht, dass wir durchgehend auch im Clash of Clans sind. Denn bei mir, ich bearbeite die ganzen Videos. Und ja, wie soll man denn da gleichzeitig noch dann, also ich sitze ja teilweise an so einem Video eine Stunde oder so. Also plus Bild, allem drum und dran. Und das Ding ist halt, manchmal auch nur an der Bearbeitung des Videos. Kommt drauf an, bei Nico seinen Aufnahmen, ja, da ist es dann auch etwas schwer. Ja gut, auf jeden Fall, ja, sagen, ich gehe, weil ihr inaktiv seid. Da frage ich mich dann immer so, was machen wir denn? Wir bringen momentan, wir bringen jeden Tag ein Video. Die müssen ja auch irgendwoher produziert werden, ne? Und wir machen dann auch freitags einen Livestream, wo manchmal auch sogar noch eine Folge an dem Tag kommt. Und da habe ich mich halt schon geärgert. Ich habe auch zu Nico gesagt, die Leute wissen oder können es vielleicht noch nicht wissen, was das für eine Arbeit ist, Videos zu produzieren. Ich sitze jetzt hier, nehme das auf und muss danach noch rendern und alles drum und dran. Und das Problem ist, dass ich habe, ich gehe nebenbei noch in die Schule. Ja, und dann komme ich von der Schule. Jetzt sind wir schon nach dem Sport und bin ganz schön geschafft. Aber ich will aufnehmen, weil es mir Spaß macht. Und dann kann ich jetzt nicht noch so eine 1-2 Stunden Clash of Clans spielen, also in den meisten Fällen. Weil es einfach, ja, zeitlich erstmal nicht passt. Und, auch ich muss mich ausruhen. Und, ja, es ist wirklich schade. Aber ich will jetzt erstmal auch ein bisschen angreifen. Die Nummer 7 ist von uns empfohlen. Wir gucken uns die erstmal an, was das denn so ist. Also ich, könnte, den mal versuchen. Ich habe Barbaren, Bogenschützen und, Schweinereiter zum Locken und halt einen Blitzzauber natürlich, weil, ja, um die wegzublitzen, die Clan-Truppen, wenn ich das dann schaffe. Auf jeden Fall, ich habe ja mein Rathaus gemacht und ich zeige euch gleich nochmal, was wir denn so im Livestream so immer alles so packen. Dort packe ich nämlich wirklich eigentlich sehr viel. Ja, da ist die Clan-Truppe. Und drei Kühe, das war die glaube ich keine Chance.
Ich werde mal jetzt gucken. Valkyrie lebt noch, das kenne ich ja noch von letztes Mal. Minenwerfer steht da. Holen wir hier erstmal die Prozente. Da haben wir jetzt da auch schon gesetzt. Also ich muss ja sagen, ne, dieses weiße Zeug, das an dem Mikrofon ist, ist richtig scheiße, Alter. Wenn ich da reinrede, dann ist der Luft ein bisschen daneben. Dann kommt da der Geruch hoch, Alter. Das ist richtig unangenehm. Das mag ich nicht. Ich muss ja hier angreifen. Okay, anders geht's ja halt wirklich nicht, ne? Das ist schon mal sehr gut. Und ich will mal wieder ein bisschen lauter reden. Ich war schon immer der lauteste auf unserem Kanal. Dann will ich das auch bleiben. Auf jeden Fall, ich habe die Qualität auf sowas von hohem Niveau geschraubt. Dass man das hoffentlich auch sieht. Und ja, man sieht jetzt auch, also wenn ich auch vor allem ranzoome, dann sieht man auch keine Pixel und so. Ich weiß nicht, wie das aussieht, aber ja, das ist ganz gut. So, ein bisschen bessere Grafik sind auch. Ich habe das halt alles auf High Quality, alle Einstellungen gestellt. Ja, es läuft auf 60 FPS Full HD und so ganz gut. Ich würde den Minenwerfer, nein, nein, das hätten 3 Sterne werden. Nö. Bam, der ist auch tot. So, der holt sich jetzt. Also ich lasse ihn jetzt mal laufen. Umso mehr Prozent ist halt der Vorteil. Okay, ich bin nicht tot. Ich bin 2 Sterne. Das ist ganz wichtig. Aber welchen muss ich jetzt machen? Die 9. Alles klar. Auf jeden Fall. Die ganzen 6er Mauern, die ihr hier seht, habe ich im Livestream gemacht. Also, die ich habe nicht. Nee, ich habe gerade noch 3 gemacht. Weil meine Minen waren. Ja, nach der Schule sind die halt immer so ein bisschen voll. Und da habe ich halt gelehrt und noch ein bisschen dies und das gemacht. Habe auch die Marker jetzt für 450.000 gestartet. Und da habe ich halt Level 3er Magier und ich habe das halt hier vor kurzem alles geupgradet. Und mache mich jetzt wieder an die neuen Truppen und alles. Und deswegen freue ich mich auch schon auf den neuen Livestream. Weil es halt ganz schön cool wird. Ich zoome mal eben dran. Ab und zu ging es mit dem Ranzoom, ab und zu halt nicht, ne? Ist halt immer so, ja, ups, das war falsch. Ist vielleicht ein bisschen nah, aber hier, irgendwie bewegt er sich irgendwie so langsam. Ich weiß nicht warum, weil mein Handy bewegt er sich irgendwie schneller. Auf jeden Fall, hier kann ich halt alles noch, ja, hochschrauben. Also geht es an den Livestream auf jeden Fall ans Farmen. Das machen wir eigentlich immer. Ja, meine Mine habe ich momentan, solange der Winterbonus ist, lasse ich die auch noch geboostet. Aber soweit der Winterbonus weg ist, ne, dann lasse ich das. Ja, ich habe auch jetzt eine neue Truppe frei, die Heiler, die habe ich jetzt ja auch freigeschaltet. Und ja, noch nicht ausprobiert, aber ich werde das jetzt mal in den nächsten Folgen vielleicht mal machen. Genauso wie die Base Reviews, die werden jetzt demnächst auch alle kommen. Ich bin momentan echt nicht dazu gekommen. Ich habe auch momentan sehr viel gestreamt. Also für meine Zwecke, also für meine, wie nennt man das? Ich habe auf jeden Fall sehr viel gestreamt, was natürlich auch eigentlich unüblich ist für mich. Genau so wollte ich das sagen. Jetzt das Ding ist halt, es hat mir wirklich viel Spaß gemacht. Es macht mir auch immer noch sehr viel Spaß. Und ich würde gerne noch mehr streamen. Leider geht das zeitlich nicht. CW. Oh. Ja, dann die Meldung habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich schon sagen. Aber der kriegt eh nur 5. Ja, der kriegt 5, der Junge. Steht jetzt da. 0. Okay. Weiß Bescheid. Ja, auf jeden Fall, das war ein Angriff. Wir haben halt hier Klankrieg. Nico hat halt einen Stern geschafft, hat er mir ja gerade erzählt. Den haben wir ja gerade angegriffen. Gucken uns erstmal einen Angriff von unserem zweiten Account Mobile Gaming TV an. Und ja, er hat ihn erstmal gelockt, ist ja ganz klar. Ist ja Nico. Er hätte aber einen Blitz draufsetzen müssen. Ich hätte jetzt da einen Blitz drauf geschmissen. Ah! Hätte ich aber direkt gemacht, da hätte diese Truppe so einen Riesen gespart. Aber na gut, machst du nix. Er lockt die jetzt erstmal weg und macht die mit Magier natürlich fertig. Gut, kann man so machen.
Ist auch eine gute Variante. Bis jetzt haben wir einen Klangkrieg von dreien, glaube ich. Ja, müssten drei gewesen sein. Genau, den letzten haben wir mit einem Vorsprung gewonnen. Die hätten wir auch so gewonnen, weil wir mehr Prozent Zerstörung hatten. Und ja, Nico wollte dann auch mal auf Nummer sicher gehen, hat dann auch mal angegriffen, hatten wir einen Stern mehr. Und ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich dieser Clan hier in den nächsten Wochen und Monaten entwickeln wird. Und ja, wenn euch dieses Video von dem Clankrieg gefallen hat, dann lasst mir noch einen Daumen nach oben da. Feedback in den Kommentaren ist natürlich immer willkommen. Werde ich auch immer beantworten, soweit ich es sehe. Ich gehe ja nicht immer direkt auf YouTube, weil ich den Browser öffnere. Ja. Ja. Freitags ist immer Livestream. Ablaufplan muss ich ja noch rumschreiben. Da steht ja, glaube ich, Samstag der Livestream. Und ja, vielleicht werde ich den auch noch verlegen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir am 16. Das Jubiläum feiert, aber unser viermonatiges. Vier Monate existiert dieser Kanal als jetzt. Jetzt habe ich. Und das macht mich sehr glücklich. Und ja, mit diesem Abschluss möchte ich gerne dieses Video hier beenden. Und ja, zeigt mir deinen Daumen nach oben, lasst ein Abo da, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Da könnt ihr auch die Benachrichtigungen immer anschalten und so. Dann seht ihr auch mal, wann wir was hochladen. Und auf Twitch könnt ihr uns natürlich auch folgen. Dann seht ihr auch mal, wann ich live streame. Bis jetzt war jeden Stream, also die letzten beiden, zwei, drei Streams, war Nico alles schon dabei. Also da ist Nico auch mal bei den Folgen dabei. Und ja, ich verabschiede mich mit diesen paar Worten. Und ja, bis zur nächsten Folge. Let's Play Clash of Clans. Ciao.